Der Lidstrich sitzt inzwischen perfekt. Fast 900 Mal hat sich Helmi Sick seit der Premiere in Murmeli-Mutter Martha verwandelt. Doch von Erschöpfung bis heute keine Spur. Es ist zwar immer noch heiß und manchmal riecht es ein bisschen streng nach ein paar Vorstellungen, aber das ist mein Kostüm und das liebe ich. Die Tanzeinlagen auf der Bühne, auch nach 10 Jahren so frisch wie beim allerersten Auftritt. Die Idee zu Ewige Liebe hatte der Musiker Roman Ricklin. Vom späteren Erfolg hatten er und sein Team damals keine Vorstellung. Wir haben schon das Gefühl gehabt, das könnte gut werden, aber ich kann mich gut erinnern an die erste Pressevorstellung. Da saßen in der Pause der Regisseur Dominik Flaschka und ich in einem Hinterzimmer und wir waren uns einig, wir haben jetzt wohl den größten Flop der Schweizer Musical-Geschichte auf die Bühne gebracht. Eine kolossale Fehleinschätzung. Bald schon gab es die 500. Vorstellung zu feiern. Mit einem besonderen Gast. Weitere Vorstellungen später. Und immer noch lässt sich der Erfolg nicht wirklich erklären. Das fing ganz normal an und plötzlich kamen die Leute busweise. Man wusste nicht woher, weil so viel Reklame wurde nicht geschaltet, sondern die haben das weitergesagt und weitergesagt und weitergesagt. Da braucht es eine Kette von Ereignissen, von Entscheidungen, die richtig getroffen werden, genauso wie von glücklichen Fügungen und Zufällen. Und das kann man am Ende gar nicht aufschlüsseln, das passiert dann halt. Eine Ewigkeit sind 1000 Vorstellungen noch nicht. Ein Grund zu feiern, aber allemal.